Vor rund 2 Jahren begannen die Bauarbeiten auf dem zwischen Hessendamm und Schwarzbach gelegenen Areal, dem sogenannten Mühlenquartier. Nach der Erschließung des Geländes und Abschluss der erforderlichen Tiefbaumaßnahmen konnte mit dem Neubau der parallel zum Hessendamm gelegenen Seniorenresidenz und den angeschlossenen, speziell auf die Wohnbedürfnisse älterer Mitbürger zugeschnittenen, sprich seniorengerechten Wohnungen begonnen werden. Das neue Hattersheimer Stadtviertel zeichnet sich durch eine aufgelockerte Wohnbebauung aus. Die Mischung aus Ein-, Mehrfamilien- und freistehenden Architektenhäusern, trotz dem Einheitslook vieler auf dem Reißbrett entstandenen Stadtviertel. Die verkehrsgünstige Lage und die fußläufige Erreichbarkeit des benachbarten Einkaufszentrums sowie per Brückenschlag über den Schwarzbach angrenzenden Naherholungsgebietes verleihen dem Mühlenquartier zusätzliche Wohn- und Lebensqualität. Mit dem Neubau von insgesamt 23 Eigentumswohnungen führt die Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft ihre Entwicklung rund um die Urbansmühle im neuen Wohngebiet am Hessendamm fort. Läuft alles nach Plan, werden die insgesamt 3 neuen Wohnhäuser im Mühlenquartier 5 bis 9 in rund 15 Monaten bezugsfähig sein. Während in unmittelbarer Nachbarschaft ein Abrissbagger das ehemalige Silo-Gebäude der Urbansmühle in Schutt legte, durfte sich HAWO-Baugeschäftsführer Holger Katzer über einen termingerechten Beginn des neuesten Projekts der Wohnungsbaugesellschaft freuen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich heiße Sie im Namen der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft zum heutigen Festakt des Spatenstiches für die Häuser im Mühlenviertel 5 bis 9 herzlich willkommen. Die Kunst des Bauens und Planens besteht darin, sich in die Wünsche und Vorstellungen der künftigen Nutzer hineinzudenken, hatte HAWO-Baugeschäftsführer Holger Katzer bei der Begrüßung der Gäste des ersten Spatenstich ausgeführt. Durch die Kooperation der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mit der Medico-Gruppe besteht die Möglichkeit, auf Wunsch Betreuungsangebote und Serviceleistungen der in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Seniorenresidenz in Anspruch nehmen zu können. Ein Standortvorteil, den auch Bürgermeisterin Antje Köster bei ihrem Grußwort gebührend würdigte. Alles in allem, ich finde, ein sehr erfreulicher Baubeginn. So soll es auch bleiben. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Katzer, das Wetter ist zwar ungemütlich, aber es soll ja ein heimeliges Heim für viele Menschen hier in der Stadt werden. Und ich freue mich ganz besonders, dass die HAWO-Bau es auch heute noch schafft, bezahlbare neuen Wohnraum in Hattersheim zu schaffen. Es entstehen 23 Eigentumswohnungen hier im Mühlenviertel. Die Wohnungen verteilen sich auf 3 Gebäude. Und sie schließen sich, wie Herr Katzer es eben schon so schön gesagt hat, an die Bebauung des Mühlenquartiers nach Norden zwischen Hessendamm und Urbansmühle an. Die Nachfrage ist groß zu den 23 Neubauwohnungen, wie Herr Katzer eben schon dargestellt haben. Obwohl wir den ersten Spatenstich noch nicht gestartet haben, sind auch schon einige reserviert. Und das spricht dafür, dass Hattersheim eben ein guter Wohnstandort ist und mit der Anbindung an das Pflegeheim und hier die Reihenhaus- und Doppelhausbebauung bietet doch ein schönes Terrain. Ich war am Montag und Dienstag zur Immobilienmesse in München, zur sogenannten Expo Real, und die Interessenten haben uns die Bude eingerannt, die Interessenten an Wohnbebauung, weil wir im Herzen des Rhein-Main-Gebietes liegen, ein guter, interessanter Standort sind, und das spiegelt die Nachfrage an den Wohnungen, die jetzt hier entstehen, doch ganz klar wider. Es spiegelt auch die Nachfrage wider an den Häusern, die hier ja jetzt schon verkauft und bezogen sind. Und das stellt ganz klar dar, dass Hattersheim doch ein sehr interessanter Standort mitten im Herzen des Rhein-Main-Gebietes ist. Und ich bin sehr stolz auf den Tag heute. Lieber Herr Katzer, Ihnen und Ihrem Team, vielen herzlichen Dank für die Planung und die Organisation. Nicht nur, dass bei eventuellem Regenwetter wir jetzt schon ein gutes Dach über dem Kopf haben, sondern auch für alles das, was bisher geleistet wurde. Und ich wünsche uns allen zusammen ganz, ganz viel Erfolg und viel Glück bei dem, was wir noch vorhaben. Vielen herzlichen Dank. Mit Bürgermeisterin Antje Köster, Architekten und künftigen Bewohnern wurde erste Hand an die Realisierung dieser Vorgabe gelegt. Den Gebäuden ein erhöhtes Niveau haben und als Grünflächen zur Verfügung stehen. Reinhard Uttenweiler, Mitarbeiter der HAWO-Bau, stellte im Anschluss noch einmal ausführlich die Ausstattung und Raumkonzepte der neuen Wohnhäuser vor.
Und dann, wie Herr Katzer schon sagte, haben wir im Prinzip zwei Spinner, zwei Wohnungen mit einer breiten Terrasse. Insgesamt sind es 1800 Quadratmeter Wohnfläche, 840 Quadratmeter Tiefgarage. Noch vor dem eigentlichen Verkaufsbeginn lagen der Wohnungsbaugesellschaft bereits 11 verbindliche Zusagen von Interessenten vor. Die rege Nachfrage kann als Indiz dafür gewertet werden, dass das Mühlenquartier in Hattersheim ein ausgesprochen attraktiver Wohnstandort in Hattersheim darstellt.